Wir reden vor allen Dingen über das Phänomen Borussia Dortmund. Rolf Töpperwien, heute schon sozusagen in Vereinsfarben gekleidet. Was macht das aus, diese Faszination dieses Vereins? Ich saß einmal in diesem Stadion, das war bei diesem, ich traue es mich gar nicht zu sagen, Spiel Deutschland-Italien, das 2:1 verloren. Das hat ja mit Borussia Dortmund nichts zu tun gehabt, das Spiel. Ne? Ich weiß, aber die Atmosphäre in diesem Stadion ist natürlich einmalig. Ja. Aber das Besondere an Dortmund ist erstmal die Stadt und die Liebenswürdigkeit der Menschen dort. Mhm. Dortmund ist von einer ganz anderen Menschenart geprägt als zum Beispiel Köln oder Düsseldorf oder München oder Hamburg. In Dortmund muss man die Menschen, das sind einfache, unwahrscheinlich liebe Menschen, die muss man einfach gern haben. Und ich habe in Dortmund von Anfang an gleich unwahrscheinlich viele Kontakte gehabt. Und dazu kommt dann dieses Stadion. Dieses Stadion, das auch früher, als es noch kleiner war, schon in der zweiten Liga gegen Göttingen 05 40.000 Zuschauer hatte. Mhm. 1974 habe ich übertragen. Und dann kamen 50.000 und 60, unabhängig von der Tabellensituation. Dann wurde das Stadion sukzessive aufgebaut. Natürlich gab es auch die Schwächen dann mit finanzieller Übernehmung. Aber was in Dortmund im Stadion an Seele frei wird, das ist in Deutschland einmalig. Ist es das? Das ist entscheidend. Seele ist das Entscheidende. Eine unglaubliche Leidensfähigkeit und dann eine Explosion an Emotionen. Dort Spiele zu übertragen, und ich war in der Saison jetzt wirklich das ein oder andere Mal da, unter anderem beim 2:1 gegen Real Madrid, da fliegt das Dach weg. Also das ist wirklich unvorstellbar. Das ist wirklich unvorstellbar. Und Nobby steht dann vor der Südtribüne, genau, und macht ihn scharf, aber so sehr viel musst du gar nicht machen. Also die wissen schon ungefähr, was zu tun ist. Also es ist so ein bisschen wie in der Kirche. Erst das, dann das, dann darf ich auch nicht allzu viel ändern. Also es gibt gewisse Rituale, die werden auch, ich mache das jetzt seit 21 Jahren, die werden immer gelebt, die müssen auch kommen. You never walk alone, die Mannschaftsaufstellung. Wenn die Mannschaft reinkommt, da werden immer die gleichen Lieder gespielt. Und so muss das auch sein. Ich denke, das macht auch einen Traditionsverein aus. Wie erlebt man das? Also Kommentatorensicht ist klar, Carlo von Tiedemann ja auch ewig lange Stadionsprecher beim HSV gewesen. Aber kennt natürlich auch das Stadion in Dortmund. Nein, leider nicht. Nie da gewesen? Nein. Ja. Ich jetzt scheiße, ne? Ja, ehrlich. Was verpasst? Ich wollte es so nicht sagen. Gott, jetzt eng. Ab sofort wird es eng. Aber ich kenne es nicht. Die Frage ist, wie erlebt man das denn als Spieler, wenn man dann da unten steht? Das ist schon aufregend. Wir haben natürlich einen Tunnel, der ist ganz schmal, ganz eng, ganz schwarz mit gelbem Licht. Und da müssen die Spieler durch. Und wenn da 80.000 Menschen sind, da ist ja ein gewisses Grundrauschen, was sehr laut ist. Und wenn man dann da rauskommt, dann erfasst das einen. Und wenn du dann so auf die Südtribüne schaust, wo die 25.000 Fans stehen, ich glaube, da geht das Herzchen schon mal. Und da macht sich auch der eine oder andere mal in die Hose vom Gegner. Erinnerst du dich, Norbert, an den Tag, an dem du der Held von Berlin wurdest? Natürlich erinnerst du dich daran, aber an die näheren Umstände. Natürlich, aber an so einem Tag denkt man natürlich nicht daran, dass man jetzt, wie viele Jahre ist es her, 24 Jahre Held von Berlin genannt wird. Also da geht man aufs Feld, versucht das Beste zu geben und dann geht man wieder vom Platz und freut sich, dass man den Pokal gewonnen hat. Aber was danach kommt, da hat man ja keinen Einfluss drauf. So, und das war eine Wahnsinnsgeschichte, Pokalfinale gegen Werder Bremen. Und eigentlich solltest du gar nicht spielen. Ich hatte 6 Wochen vorher eine Operation und es wurde enger und enger. Und ich habe nur ein einziges Mal vorher mit der Mannschaft trainiert und bin dann am nächsten Tag nach Berlin geflogen und durfte von Anfang an spielen. Was ist denn da passiert, wenn ich fragen darf? Also das Knie war eigentlich, sagen wir mal, sehr... Noch nicht 100% belastbar. Genau. Das Töppi. So würde Töppi das im Radio, im Fernsehen sagen. Ja, aber ich war ja dabei. Ich war ja dabei. Gut, aber es war sein Knie, ne? Ist klar, aber ich. So eng war Tobi dann gar nicht. Ich werde natürlich auch aus meiner Sicht diese Geschichte nie vergessen. War der 24. Juni 89, Geburtstag meiner Mutter. Werder Bremen war der klare Favorit. Die Mannschaft von Borussia Dortmund war in der Sportschule Wannsee am Abend vorher. Und der Trainer Köppel hatte sehr gezögert und gezaudert, ob er das Risiko mit Dickel eingehen kann. Mhm. Und ich weiß von einem sehr, sehr guten Freund, der leider nicht mehr lebt, einem Präsidiumsmitglied von Borussia Dortmund,
dass er und ein anderes Präsidiumsmitglied am Abend vorher den Trainer... Auch, da waren auch ja noch mehr. Genau. Unser Kapitän Michael auch, Zorc, ne? hat gesagt, ne? wir können doch jetzt nicht gegen Werder Bremen uns hinten ranstellen. Und dann wurde diese Sache quasi in Richtung Norbert Dickel... Das heißt, man hat in einer gemeinsamen, konzertierten Aktion beschlossen und gesagt, Norbert Dickel spielt, obwohl... Ja, ich war nicht dabei. Ja, ist schon klar, aber die haben das sozusagen beschlossen. Wenn er gesagt hätte, geht noch nicht, aber er wollte ja auch. Ne? Ja, mein Knie war, tat noch ein bisschen weh, aber ich habe ja gedacht, am nächsten Tag ist es wieder gut. Und dann war das ja ein Spiel, in dem er zwei Tore schoss, eins schoss Mill, eins schoss Lusch, der wurde noch eingewechselt. Es war übrigens das Pokalspiel in Deutschland mit der höchsten Zuschauerzahl, die es je bei einem deutschen Pokalspiel gab. Deutscher Pokal wurde seit 1935 ausgetragen. Mhm. Erster Pokalsieger Nürnberg. Bei diesem Spiel waren 76.500 Zuschauer. So viele Zuschauer hat es nie wieder beim deutschen Pokal ins Spiel gegeben. Und sie haben 4-1 gewonnen. Und zweimal hat Norbert Dickel getroffen. Und trotzdem liegt in diesem großartigen Erfolg, Held von Berlin und alles, was dann danach kam, liegt natürlich auch eine Tragik. Weil danach war das Knie so kaputt, dass Sie wie oft danach noch gespielt haben? Ich habe noch 6-mal gespielt und habe dann im Dezember in meinem 90. Spiel für Borussia Dortmund in der 90. Minute den 1:1 Ausgleichstreffer erzielt. Und das war dann mein 40. Tor. Also einfach für die Statistik und dann war es auch gut. Und dann ging es aber auch einfach nicht mehr, weil das Knie kaputt war. Das heißt, Sportinvalide mit wie vielen Jahren? Sportinvalide ist ja mal in meinen Augen, wenn die Versicherungen dann auch sagen, man ist Sportinvalide. Das war ich ja nicht. Danach habe ich, nach Dezember. Das heißt, die haben nicht bezahlt, heißt das übersetzt? Ja. Hm? Die haben sich geweigert zu bezahlen. Ja, ich hatte da Versicherungen und da gab es wohl immer wieder Schwierigkeiten. Und ich aber Dortmund hat sich hervorragend dargestellt und hat den Volksheld Norbert Dickel, den Held von Berlin, dann bei Borussia Dortmund fest angestellt, glaube ich, mit Fanartikeln erst und Merchandising und dann als Stadionsprecher. Mhm. Also sie haben schon genau gewusst, wie man mit so einem Mann, mit so einem Sporthelden umzugehen hat. So, weil wir gerade sprechen, über die Faszination, die von diesem Stadion, dieser Atmosphäre ausgeht. Wir werden gleich Kommentare aus deiner Ecke hören. Das ist auch ein großer Spaß. Aber es gibt auch dieses BVB-Radio. Netradio, Netradio. So. Sehr sachlich, sehr zurückhaltend. Seit wann machst du das? Seit 14 Jahren. 13 Jahren. Seit 14 Jahren. Mit meinem Freund Boris Ruppert. Und es gab mal ein legendäres Spiel 2011, BVB gegen Leverkusen. Ja. Ich erinnere mich schwach. Du erinnerst dich dunkel. Wir werden der Erinnerung jetzt gleich auf die Sprünge helfen. Wie hieß der Schiedsrichter? Stark hieß der. Richtig, der wird eine gewisse Rolle jetzt spielen. Wir haben uns drei kleine Teile und in drei Teilen, das ist wie beim Paten hier, werden wir dieses Stück jetzt zur Aufführung bringen. Darf ich vorab sagen, ich habe mich schon entschuldigt. Ja, ist gut. Okay, und Sie zu Hause werden gleich verstehen, warum. Bitte schön, hier ist Teil 1. Hey, Katlitzer, kann doch gar nicht wahr sein. Das muss die rote Karte sein, jawohl. Das ist auch richtig, runter mit dem. So wie der in den reinspringt. Unfassbar. Hau ab, mach dich in die Kabine, Mensch. Britta, kennst du das? Britta, kennst du das? Ich kenne das. Es gibt auch noch einen schönen anderen. Ich glaube, das hast du aber nicht gesagt. Mit der Blindmann. Stopp. Weil das ist natürlich auch ein Highlight. Also das geht schon rum. Unter den Fans, aber auch unter den Journalisten. Klar, wenn sowas, wenn Emotionen gelebt werden, nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Radio. Und dann geht das Wir sind halt etwas emotional. Ja, und man muss mal dazu sagen, dieses Radio hören mittlerweile 200.000 Menschen, habe ich gelesen, weltweit. In über 50 Ländern, es ist unfassbar. Also okay, super. In Burkina Faso kleben die mit ihren Ohren an den Radiogeräten. Super. Ja. Wow. Die große Frage ist, wer übersetzt denen das, was da zu hören ist, was wir gleich hören werden. Hier kommt Teil 2, weil ich habe das gute Gefühl, man versteht das irgendwie auch so, worum es da geht. War der BVB die stärkere Mannschaft? Jetzt kriegt Mario Götze rot, das ist doch lächerlich! Stark, du blinder Mensch! Das ist eine Frechheit! Okay, das warst du. Das
falsch. Ja. Das ist aber, so ehrlich muss man sein, natürlich ist das emotional. Und du Blinder ist jetzt für mich auch nicht unbedingt eine, so eine richtige Beleidigung. Ich habe damit ja nur ausgedrückt, dass vielleicht das Augenlicht nicht so... Hör auf. Aber so schaut man ja... Nein, aber das ist beim Fußball, Töppi, ich meine, ihr dürft das nie sagen, das ist Radio von Borussia Dortmund für die Fans. Ja. Ja. Wir machen das auch nicht für die Blauen oder für Hamburger, sondern für unsere Fans. Ja. Und auch nicht für die Schiedsrichter. Ja. Und da gehen uns manchmal die Gäule durch, aber wir geloben Besserung. Ja. Nee, man hört ja die Leidenschaft raus, so macht es ja auch Spaß. Das ist oder? Richtig, ja. Georgina. Ja. Möglicherweise findet doch noch eine gewisse Annäherung statt. Aber wir hören erst mal rein in den dritten Teil und sehen, was sich da so tut. Gündoğan bringt den Ball rein vor den Kasten und da ist Hummels, Tor, 1:0, was pfeift er denn jetzt wieder ab? Bist du denn noch, der Wolfgang Stark, das nächste Tor der Dortmund, du Arschloch! Das kann doch das gibt's doch gar nicht, so erst gegen Hoffenheim und jetzt sagt er was? Lächerlich! Das, ey, das ist doch nicht mehr wahr, Wolfgang Stark. Der gibt das Tor nicht, mein Gott. Da schickt er irgendeinen Dortmunder Offiziellen auf die Tribüne und Bubac. Gibt das Tor nicht. Čeko Bubac muss auf die Tribüne und dafür gibt es das Tor nicht. Wolfgang Stark, fahr nach Hause, Mensch! Das ist ja nicht zu glauben, was dieser Mann sich zusammenpfeifen darf. Dieser Korinthenkacker vor dem Herrn. Sowas kann doch nicht wahr sein, ehrlich. Jetzt hat er aber alles gegeben, dass wir hier nicht gewinnen. So, dieser Korinthenkacker vor dem Herrn. Aber hatte das? So ehrlich bin ich auch. Wir sind nicht besonders stolz auf diese Szenen. Das müssen wir schon sagen. Aber lustig ist es. Ja, für euch, aber das ist ein teures Hobby. Oh ja, ja. Warum? DFB? Weil? DFB. Wir mussten zum DFB. Das mussten wir bezahlen. Was habt ihr bezahlt? Ich 2.500 Euro und Boris 1.000 Euro. Und Boris wurden noch zwei Spiele gesperrt. Ja. Für die Übertragung? Ja. Das ist auch nicht schlecht, als Radioreporter gesperrt zu werden. Das ist auch einmal in Deutschland. Das ist einmal. Ja. Was war die schlimmste Beleidigung? Der Korinthenkacker? Oder? Nee, da war ja vorher noch ein Wort, das fand er vorher noch. Das mit dem A. Ja, ja, ja. Ich denke, die Kombination war nicht asphalt. Die war auch nicht von mir. Ja. Ja, okay. Wir schauen einmal kurz rein, bevor wir gleich uns über Wolf Christoph unterhalten, der auch sehr flapsig manchmal kommentiert, wie so eine Meisterfeier in Dortmund dann zum Beispiel über die Bühne geht. Und vor allen Dingen, wie Norbert Dickel gefeiert wird. Scheiße, Norbert, da tat's Knie schon wieder weh. Da tat das Knie weh? Ja. Ja. Wie hast du das erlebt, Norbert, diese Situation? Ja, ich wollte gerne noch ein paar Interviews machen, aber ich habe die Säcke schon gesehen. Die liefen immer um mich rum mit den Kübeln. Und das habe ich eine Viertelstunde ganz gut hingekriegt. Und dann sind sie irgendwie mit 9 Mann hinter mir her. Und dann, ich hab's, irgendwann gibst du ja dann auch auf. Ja. War aber lecker, Bierchen. Ja. Da ist man dann doch Teil der Mannschaft wirklich, ne? Ja, das sind einfach super Jungs und ich bin ja auch häufig mit den unseren Spielern zusammen. Das macht einfach Spaß und Freude und dann feiert man auch gemeinsam. Und sie wussten natürlich mit meinem Hingebein, dass sie mich schnell kriegen. Definitiv.